Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Vergleich zwischen der Titanic und Deutschland ist nicht ganz zutreffend. Ja, es wird bei uns getanzt, während das Schiff schon sinkt. Aber im Gegensatz zur Titanic hat Deutschland nicht einen Eisberg gerammt. Vielmehr hat die eigene Besatzung die Sprengladung an die Schiffshülle gelegt. Zum Tanzen. Die Regierung feiert ein Wirtschaftswachstum von 2,2%, wobei der EU-Durchschnitt bei 2,4% liegt. Man klopft sich selbst auf die Schultern, dass ein wesentlicher Teil dem Konsum geschuldet ist. Natürlich. Vollkosten zum Themenfeld Asyl und Ausländerversorgung liegen wahrscheinlich inzwischen im Bereich von über 60 Milliarden Euro, gut versteckt in vielen Budgets. Und es geht munter weiter mit dem Bevölkerungsaustausch, einer Einwanderung dominant in die Sozialsysteme. Nur ein einstelliger Prozentsatz ist beruflich integrierbar. Soweit zum Fachkräftemangel, der sich mir nie eh erschlossen hat bei 530 Millionen Europäern. Deutschland ist ein Land geworden, von dem man gut und gerne leben kann, egal woher man kommt. Mit wenigen Milliarden hätte man nach UN-Angaben in der Umgebung der Krisenregion den wirklich gefährdeten Menschen komfortabel helfen können und unsere CO2-Ziele wären erreichbarer geworden. Ziehen wir nun diese boomende Sozialindustrie mit über 60 Milliarden Euro Umsatz ab, so verschwinden etwa 2% des Bruttoinlandsprodukts und Deutschland würde auf dem letzten Wachstumsplatz in der europäischen Wirtschaft landen. Wie war das nochmal mit der Titanic und dem Tanzen? Wie wird das alles finanziert? Mit den Niedrigzinsen spart sich der Staat etwa an diesen Kostenblock für nichtdeutsche Probleme, wobei Zahlungen an die EU mit der geplanten Sozialunion in einem zusätzlichen zweistelligen Milliardenbetrag anstehen. Nach einer DZ-Bank-Studie zu Verlierern und Gewinnern der Niedrigzinspolitik machte der deutsche Sparer unterm Strich bis 2016 200 Milliarden Euro Verlust. Eine gigantische, perfide Umverteilung für eine unfassbare Politik, in deren Folge unser Land in Richtung Dritte Welt und in allen Bereichen gestoßen wird. Zusammengefasst kann man dies nur Ausplünderung und Auslöschung nennen. 18 Milliarden Euro für den deutschen Steuerzahler durch den sofortigen Fortfall der Soli, einem AfD-Antrag folgen, geht gar nicht. Die 5 größten amerikanischen Konzerne machen einen dreistelligen Milliarden Euro Umsatz bei Zahlung von zweistelligen Millionen Euro an Steuern. Praktisch nichts. Besteuerung internationaler Konzerne geht gar nicht. Wie wäre es mal mit Solidarität mit dem deutschen Schichtarbeiter, der bis 67 arbeiten wird, von struktureller Altersarmut bedroht ist und deshalb wohl zukünftig zur Schulterung dieser Lastung noch länger arbeiten muss? Was ist mit den fehlenden Kita-Plätzen, den fehlenden städtischen Wohnungen, für die nun auf einmal Milliarden investiert werden sollen, weil Millionen Menschen mit befristetem Aufenthaltsrecht dauerhaft untergebracht werden sollen? Welch ein Irrsinn! Die Liste, was für Deutsche nicht ging und jetzt geht, ist beliebig lang. Die vorhandenen Finanzspielräume hätten neben der Linderung unserer eigenen sozialen Probleme auch zur Schuldentilgung im Interesse zukünftiger Generationen oder für einen Staatsfonds nach norwegischem Vorbild genutzt werden können, um das langsam ermüdende Argument der Linken zum Thema Leistungsbilanzüberschüsse zu konterkarieren. Oder für Investitionen, zum Beispiel für die Digitalisierung. Überhaupt die Bildung. Will ich eine Wirtschaft nachhaltig beschädigen, so ist die Zerstörung des Bildungssystems das probate Mittel. Hier waren die etablierten Parteien sehr erfolgreich. Angriff auf das duale System. Der Bachelor- und Master-Unfug, fast 200 Gender-Professuren, immer mehr Schüler werden zum Abitur geführt mit sinkendem Niveau, Frühsexualisierung in der Schule und so weiter. Neben dieser Verflachung und dem strukturellen Angriff gibt nun die Einbindung von Kindern aus der Dritten Welt dem System den Rest. Wir sind im Bildungsbereich von einer Vorbildfunktion zu einer internationalen Lachnummer verkommen. Forschung und Entwicklungsausgaben des Bundes. Die umstrittene CO2-Frage steht im Vordergrund. Von welchen Innovationen soll unsere Volkswirtschaft zukünftig leben? Meine Damen und Herren, dies ist eine Deindustrialisierungspolitik. Genannt sei beispielhaft die Kerntechnologie, die Behinderung der Biotechnologie, die Stahlindustrie
die Kraftwerksindustrie, der Angriff auf den Diesel und damit unsere Autoindustrie, den Verkauf von Hightech-Firmen wie KUKA ins Ausland etc. Soll hier der Morgentauplan nachträglich realisiert werden? Fasse ich alle Aspekte zum Thema Wirtschaftspolitik zusammen, so habe ich als Deutscher auf diesem sinkenden Schiff schon nasse Füße. Ich frage mich, woher kommt dieser deutschen Hass, diese auf die eigene Gruppe gerichtete Autoaggression? Wir können nur hoffen, dass der Wähler den etablierten Parteien eine stetig wachsende Rekonvaleszenzzeit verordnet, um unserem Land wieder eine Chance zu geben. Vielen Dank.